Was ich da gerade gesagt habe, für alle unsere nicht schweizerdeutschsprachigen Freunde und Freundinnen in ganz Europa, heißt einfach nur, herzlich willkommen, so schön seid ihr heute da. Ja, und so schön, dass wir heute ins Appenzellerland gehen. Was ihr hier seht, ist ein Teil des Appenzellerlands, ein mir sehr lieber Teil, eine Aussicht, die man in Stein-Appenzell-Ausroden genießt. Ja, und jetzt merkt ihr schon, was Appenzell-Ausroden. Ja, es gibt eben zwei Appenzell. Es gibt das gelesene VR, das ist Appenzell-Ausroden, und es gibt Appenzell-Innroden, und dieses V ist eigentlich ein U und heißt Üssere Rode, Üssere Rode. Ja, die beiden Kantone wurden getrennt, jetzt muss ich schnell spicken. In 1597 Appenzell-Ausroden ist traditionell eher reformiert und Appenzell-Innroden traditionell eher katholisch. Und was das Allerschönste an der ganzen Sache ist, ist, dass sich diese Teilung so langsam ein bisschen auflöst. Zumindest was die Glaubensfrage, was es da angeht. Ansonsten zelebrieren wir Appenzeller ganz schön unser Gifteln, also unser sich gegenseitig ein bisschen foppen. Ja, wir kommen dann noch einmal auf diese Aussicht zurück. Aber zuerst bringen wir einmal unseren Körper in Klauserstimmung, also in Silvesterstimmung. Ich weiß, es ist August, Silvester. Es war gerade ein anderes großes Fest in der Schweiz. Aber wir stellen uns jetzt mal vor, wir hätten so große Schellen auf unserem Oberkörper. Die sind wirklich ganz groß, ich kann dir euch einmal zeigen. Das, was ihr hier seht, vorne, das sind diese großen Schellen. Und hier seht ihr dann, wie sie aussehen, wenn sie auf dem Rücken und auf dem, Bauch, auf dem Oberkörper einfach hinten und vorne sind. Die nimmt man so über sich. Und wir stellen uns jetzt einmal vor, wir haben diese Schelle und drehen von einer Seite auf die andere. Gestern hatten wir es von Vieh schauen. Wir gehen doch einmal auch wie eine Kuh spazieren. Haltet euren Nacken lang, seid stolz. Und dann von vorne nach hinten ziehen. Ja, und dann wollen wir uns noch schütteln, wie wenn wir ein sogenanntes Rollenweib wären. Das, was ihr hier im Hintergrund am Boden liegen seht, das ist ein Rollenträger, und das seht ihr dann hier auch so wieder ein bisschen glänzen, unten gleich neben der gelben Kappe. Da seht ihr diesen Rollenträger. Auch der ist auf dem ganzen Körper verteilt. So. Und mit dem schütteln wir uns einfach ein bisschen, damit es das typische Rollen gibt, das wir brauchen. Springen ein bisschen am Roll. Und dann drehe ich ein bisschen Oberkörper. Knie bleiben stabil nach vorne. Hüpfen. Und noch einmal. Und ein letztes Mal. Schütteln einfach so fest, wie das für dich angenehm ist. Bring dich ein bisschen in Schwingung. Und Oberkörper drehen. Ja, bei fast jedem Appenzeller Anlass, den es gibt, wird gezaubert.
zauret man. Im Innerroden heißt das Zäuerli Ruckuserli und im Außerroden Zäuerli. Halt deinen Nacken ganz lang, wenn du diese Drehung machst. Stell dir einmal vor, wie schwer diese Hauben und diese Hüte sind, die man trägt am 31. Dezember und am 13. Januar, am alten und am neuen Silvester. Ganz wichtig, dass unser Nacken lang und beweglich bleibt. Und dann sag noch ein bisschen Nein. Und dann sag noch ein bisschen Vielleicht. Stell dir vor, hier ist deine Drehachse durch deine Nase und um diesen Punkt drehst du um deine Nase herum. Wir holen die Luft in unsere Schelle. Eine Hand auf den Bauch, die andere aufs Fußbein. Schau, dass du in den Bauch und in die Brust atmest. Und jetzt als Rollenweib, das sind meistens nur Männer, die das machen, diesen Brauch, hast du hier eine Gurte, die vorbeigeht und da spürst du auch dein Gewicht gleich oberhalb der Taille. Drück da mal ein bisschen rein und jetzt atme ein durch die Nase in deine Hände. Lockeres Kreuz. Lockere Schultern. Und dann staunen wir noch einmal über die schöne Aussicht. Durch den Mund in die gleichen Atemräume einatmen. Ein letztes Mal. Auf diesem Bild seht ihr im Vordergrund noch Stein, also Appenzell Außerrhoden. Auf dieser Seite hier seht ihr bereits Haslen, das gehört zu Appenzell Innerrhoden. Und hier ganz weit hinten seht ihr einen Teil des Alpsteins. Da haben wir das Spitzchen, das ist der Hohe Kasten, Camor und Fähnere. Und darunter, das sieht man hier nicht so gut, sieht man Appenzell. Und diese Aussicht, die gefällt mir so gut, dass jedes Mal, wenn ich daran vorbeigehe, mindestens ein Viertel geschossen wird. Und es ist auch auf diesem Bödeli, schauen, dass es gerade ist, es ist auch auf diesem Bödeli hier im unteren Teil. So, wäre es gerade, genau. Ich hoffe, das hat man gesehen. So. Wir gehen weiter. Wir fahren mit dem Töff die Schwägalp hinauf, den Pass bis zum Sentis hoch. Fast bis zum Tempel.
dann kauen wir ein Appenzeller Bibeli. Ja, da stehen wir jetzt um. Verschmitzt grinsen heißt das. Spür es in deinem Nasenrachenraum vibrieren oder klingen. Weiter frech grinsen. Ja, wieso heißt so ein Bild denn Bödeli? Ja, weil es der Boden ist, dieses Ziereimers, den ihr gestern bei Barbara im Stream gesehen habt, beim Auf- und Abzug. Gibt es immer einen Gäsburg, also einen Ziegenjungen, der zu den Ziegen schaut, der hat ein kleines Ziegeneimerchen und da hinten ist so ein kleines gemaltes Bild, so ein Bödeli, und dann gibt es einen größeren, den Vorsehenden, also der Zen, der vorausläuft, und der hat dann eben auch so einen Eimer mit so einem Bödeli. Und dieses Bödeli ist gemalt von meinem Vater. Wir machen zuerst bis zur Quint und dann bis zur None zusammen. Und den Bauch fallen lassen. Und dann von hier. Jetzt machen wir das auf U. Und Damen, ihr nehmt diesen Opernraum und dieses Grinsen, das Nadja Rees auch immer so schön zeigt. Und wir Männer, wir starten in unserer Bruststimme, Damen bitte in der Kopfstimme. Wir Männer starten in der Bruststimme, weil wir hier unten nicht anders können. Und dann, ab hier versuchen wir. Wieder in die Bruststimme. Also die erste Quinte für uns Männer bleibt in der Bruststimme und dann mischen wir langsam in die Kopfstimme. Komm noch einen mit und sonst pausier. Ja, jetzt gehen wir wieder zurück in angenehmere Gefilde. Im
Naturjodel oder im Jodel allgemein und im Appenzeller Naturjodel findet man den Registerwechsel schön. Also, ja, dass man den hört, findet man schön. In der Klassik möchte man das nicht, man möchte da eine abgemischte Stimme, so dass es nie nach Wechsel tönt, sondern höchstens nach Übergang. Passaggio. Und wir machen eine Übung für unsere Bruststimme. Für die Damen und für die Herren eigentlich auch, aber wir machen sie jetzt ein bisschen tiefer, damit wir uns nicht versingen. Und für die Damen ist das. Gut, in der Bruststimme versuchen, einfach einmal. Brachial, urtümlich, ist okay. Wenn es dir weh macht, sing weniger laut und versuch diese Räume mitzunehmen. Noch einmal. Versuch noch in der Bruststimme zu starten. Kannst du wechseln. Dann machst du eine traditionelle Übung. Männer, wenn ihr könnt, singt oben mit in der gleichen Lage wie ich jetzt singe und sonst machst du. Kopfstimme, Bruststimme. Jo, ru, 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 jo. Jo, ru, 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 jo. Jo, ru, 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 jo. Und noch einen. Jo. Warum übe ich das so mit euch? Weil wir, immer wenn wir A oder O singen, sind wir in der Bruststimme und immer wenn wir U singen, sind wir in der Kopfstimme. Und I kann beides sein. Also wenn ich singe, ja, dann ist das in der Bruststimme gemeint, oder? Ja, auch. Und U, das ist dann Kopfstimme. Und I oder Ü eigentlich mehr, kann so ein bisschen beides sein. Also, ja, ru, 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 ja. So ein bisschen wie der Passaggio, der Übergang wieder zurück in die Bruststimme. Ich möchte euch von Julius Ammann ein Gedicht vorlesen, das zum heutigen Thema passt. Ein Zäuerli hat dengelet am Fersli, es hätt's nicht recht wollen gehen. Zmal gehöre nebis juchze, es ist zehnmal schöner gesehen. Ein Stimmli wie eine Lerche, die eine hebit grad. Drei Mädli aus dem Weltli sind cho im Sonntagsstaat. Das Jödeli ist gumpet und Mädli geben mir Blick. Weisst, mit dem Dengelhammer mach ma keine Musik. Ja, und was ist denn Dengeln? Ja,
wenn man eben die Sense bearbeitet, die Mähsense, das Mähwerkzeug, damit es wieder schön flach wird, und dann muss man es wetzen mit dem Wetzstein und dann wird es schön scharf und dann kann man dieses nächste Lied singen. Und üppen einmal dinglet, und üppen einmal quetzt, und üppen einmal Schätzli, is Gräsine gsetzt. Gleich noch einmal. Eins, zwei. Und üppen einmal dinglet, und üppen einmal quetzt, und üppen einmal Schätzli, is Gräsine gsetzt. Ja, und alle, die dabei waren im Volkshaus, die können jetzt natürlich auch singen. Joli duli duli, joli duli du, joli duli duli, joli duli du, joli duli duli, joli duli du, joli duli duli, o. Und das wäre dann eigentlich ja duli duli, ja duli du. Immer das ja wäre eigentlich in der Bruststimme. Und hüppe, eins, zwei. Und hüppen einmal dinglet, und hüppen einmal quetzt, und hüppen einmal Schätzli, is Gräsine gsetzt. Noch einmal. Und hüppen einmal dinglet, und hüppen einmal quetzt, und hüppen einmal Schätzli, is Gräsine gsetzt. Und ab und zu gedengelt, also wenn man so sagen will, geschmiedet und im Sinne von Julius Ammann, dem Dichter von vorhin, Verse geschmiedet, und üppen einmal denglet und ab und an mal gewetzt und ab und an mal unser Schätzchen ins Gras gesetzt. Und das, damit kann man jetzt meinen, so zur Seite oder einfach das Schätzchen dabei haben, wenn man Zeit hat zu reden, weil da kann man ja reden. Wenn man dann wieder mäht, ist man vielleicht wieder konzentrierter. Wer weiß. So, wir gehen weiter zu einem Zäuerli. Ja, was ist ein Zäuerli? Ein Naturjodel. Immer an Silvester gehen Klausengruppen, sogenannte Klauserschuppel, von Haus zu Haus, zaubern und wünschen den BewohnerInnen ein gutes neues Jahr. Und ich wünsche euch auch ein gutes Jahr, so neu ist es zwar schon nicht mehr. Ohne Worte gibt es nicht nur von Mendelssohn, das gibt es auch beim Jodeln. Wir haben nur Silben. Ihr kennt dieses Zäuerli von Nadja Reis. Sie hat einmal mit euch angefangen mit diesem Zäuerli. Ja. Diese Sterne, das bedeutet, wie ihr schon wisst von Nadja Reis, Bruststimme. Und manchmal seht ihr einen Stern und so einen Schrägstrich. Ja, da dürft ihr anpassen, je nachdem, was euch angenehm ist. Für manche ist es vielleicht schon ein bisschen hoch, in ein G zu singen, in der Bruststimme. Also hier. Und den Schluss, den kann man in der Bruststimme singen, wenn man das fein kann. Und wenn man das nicht kann, dann bleibt man besser in der Kopfstimme, damit es einen ruhigen, getragenen Schluss gibt. Herren, ihr könnt natürlich auch oktaviert singen. Noch einmal die erste Zeile. Die meisten Herren könnten hier total durchgehend in der Bruststimme bleiben. Und dann müssen wir aber unsere Silben anpassen. Also immer Jo oder Ja singen. Mal für die Herren. Jo. 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 Jo.
jetzt denkst, Benjamin, was für Silben nimmst du da? Ich nehme einfach irgendetwas mit O oder A und dann setze ich ein J oder also ein D davor. Noch einmal für die Damen, erste und zweite Zeile dasselbe. Noch einmal, von Anfang an. Ja. Wird der erste Teil wiederholt. Hier ist das bereits passiert. Die erste und die zweite Zeile sind genau dasselbe. Und jetzt gehen wir weiter. Ja. Registerwechsel so richtig schön zeigen. Gleich am Anfang haben wir einen Takt 9 und 10. Joli, ho. Das hier ist die Bruststimme. Da macht diese Bewegung einmal mit. Das hilft dir, diesen Wechsel wirklich zu spüren. Jo, Takt 9. Let's go. Jo, li, ho. Dieser Teil ist nicht ganz einfach, ich weiß. Von hier noch einmal und System mit dem Wiederholtwerden. Wir haben also erste Zeile und zweite Zeile, die wiederholt werden und dann im zweiten Teil auch wieder ein A- und B-Teil. Das ist ganz, ganz typisch, das ist fast immer so. Ich brauche dazu viel mehr Luft als sonst, ist das richtig so? Es braucht in meiner Erfahrung ein bisschen mehr Luft, um zu joden, aber respektive zu zaubern. Puh, da wären jetzt ein paar Köpfe rot geworden im Appenzellerland. Da werden vielleicht auch. Es braucht ein bisschen mehr Luft, weil wir mit ein bisschen mehr Stimmbandmasse singen, gerade in der Bruststimme. Aber es hat auch damit zu tun, dass du wahrscheinlich nicht so gewohnt bist, zu zaubern, in diesem Stil zu singen. Jetzt nehmen wir einmal unsere Hände hier auf die Seite
Und wir spüren jetzt einmal, dass wenn wir zaubern, dass es hier nicht zu fest zusammendrückt. Gerade wenn wir starten in der Bruststimme. Gute Frage. Von Anfang an. Ja. Raus bei der Bruststimme bei dir. Ja, ein bisschen gehen die raus. Wunderbar, das war ein Eintauchen in, wieder einmal ein Eintauchen in die Appenzeller Saurwelt. Ja, wir werden bestimmt noch einmal auf dieses Säuerli zurückkommen im Verlauf der Woche und dann vielleicht auch noch einmal ein bisschen anschauen, wo man atmen darf und wo man nicht sollte und wie man in die Kopfstimme wechselt. Alles Dinge, die ihr auch mit Nadja oder mit mir schon angeschaut hat. Morgen seht ihr mich wieder und wir singen ein Lied oder sogar Lieder. Wir schauen einmal. Noch wichtig, wenn man jetzt so ein Säuerli gehört hat, dann applaudiert man nicht, sondern man sagt einfach nur schön. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und ich freue mich, morgen wieder zu sehen, wenn es heißt ab ins Appenzellerland. Tschüss, bis dann.